Schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Der wievielte Katholikentag ist es jetzt für Sie? Da müsste ich jetzt nachrechnen. Ich bin seit 2004 regelmäßig dabei und vorher war ich vielleicht als Student und als Kaplan zweimal. Und wie gefällt es Ihnen soweit? Was ist Ihr Eindruck so? Das ist eigentlich noch zu früh, aber ich war natürlich auf der Caritas-Bühne bei der Eröffnung und hatte dort auch schon Gespräch zum Thema Flüchtlinge und da waren ganz interessierte Menschen dabei. Also ich bin ganz gespannt und ich glaube, dass eine ganz gute Atmosphäre da ist. Da sind wir auch schon direkt beim Thema. Und zwar, dieses Jahr lautet das Motto, seht, da ist der Mensch. Gerade in Verbindung mit der Flüchtlingsfrage, was bedeutet das für Sie? Gut, seht, da ist der Mensch, da fällt mir natürlich ein, seht, da sind die Flüchtlinge. Das sind aber nicht nur eine anonyme Zahl von Flüchtlingen da. Seht, da sind Frauen, da sind Männer, seht, da sind Kinder, die schreckliche Schicksale hinter sich haben und nun in unserem Land eine Zukunft suchen und eine Perspektive auf ein neues Leben. Seht, das ist der Mensch. Die Caritas ist ja eine der größten Hilfsorganisationen der Welt und ich behaupte einfach mal, dass mindestens 90% der Menschen ihre Organisation kennt. Ich hoffe. Aber, klar, aber vielleicht können nicht so viele genau sagen, was sie eigentlich da so machen. Können Sie uns mal ganz kurz erklären, was ihre Aufgabe ist? Gut, die Deutsche Caritas ist zum einen natürlich im Inland und da ist sie die... Praktisch alle sozialen Aktivitäten der katholischen Kirche sind unter dem Dach der Caritas, ob das Altenheime, Krankenhäuser, Obdachlosenstellen, Sozialstationen sind. Und die Deutsche Caritas ist aber auch im Ausland engagiert mit ihrem Hilfswerk Caritas International, wo sie speziell in der Not- und Katastrophenhilfe hilft. Also es ist das katholische Hilfswerk für Not und Katastrophen im Ausland und für alle sozialen Aktivitäten, wo Menschen in Nöte sind, wo im Namen der Kirche, im Namen des Evangeliums Menschen unterstützt werden. Und jetzt ganz konkret auf Flüchtlinge bezogen, was machen Sie da? Also im Ausland arbeiten wir sehr stark in den Herkunftsländern, im ganzen Vorderen Osten, ob im Libanon, Jordanien. Dort sind wir aktiv in der Unterstützung der Flüchtlinge, die dort sind. Wir sind sogar in Syrien selber, wo wir dort auch mit unseren Hilfsorganisationen helfen können. Im Inland, da sind wir einfach in all den Bereichen, wenn Menschen ankommen, ob das Jugendmigrationsdienste sind, die jungen Menschen helfen, hier tatsächlich Boden unter die Füße zu bekommen. Wir machen Asylberatung für diejenigen, die Asyl suchen. Wir unterstützen natürlich in der Wohnungssuche, bei den Sprachkursen. Die Malteser als Teil der Deutschen Caritas sind in Erstaufnahmeeinrichtungen und auf der Bundesebene, für die ich als Präsident stehe, sind wir politisch engagiert. Also wir wirken mit auch bei der Gesetzgebung, geben unsere Anmerkungen dazu, kritisieren oder wenn was Positives auch, loben wir dann auch. Aber wir versuchen einfach auch für politische Rahmenbedingungen zu kämpfen, dass Flüchtlinge bei uns tatsächlich gut aufgenommen werden können und dass sie sich dann auch integrieren können, wenn sie bei uns eine Bleibeperspektive haben. Genau, wie Sie ja schon gesagt haben, Sie setzen sich für nicht nur jetzt Flüchtlinge, sondern überhaupt die Schwächsten und Hilfsbedürftigen in der genau. Gesellschaft. Aber was hat sich denn in den letzten Monaten getan? Merken Sie da, dass, ja, sagen wir mal, der Schwerpunkt jetzt doch auf Flüchtlinge liegt? Kommen da die anderen vielleicht etwas zu kurz? Sicher nicht, weil die normale soziale Arbeit, die läuft, ohne dass die ständig in der Zeitung steht. Was natürlich schon neu und das ist schon eine Herausforderung, die auch unsere Kräfte neu bündelt. Wenn so eine große Zahl von Menschen kommen, die hier eine neue Zukunft suchen, dann müssen wir natürlich auch überlegen, wie erreichen wir die, ob das in der Schwangerschaftsberatung ist oder ob das in der Suchtberatung ist oder ob das in der Lebensberatung. Die Menschen auf der Flucht kommen ja überall in diesen Dingen vor. Und da ist es eine sprachliche Herausforderung. Also sind wir geeignet, haben wir die Fähigkeiten, auch unsere Beraterinnen und Berater, dass die tatsächlich den Menschen dann auch sprachlich helfen können. Es ist eine Herausforderung, Sprachkurse zu organisieren. Es ist eine Herausforderung tatsächlich für so eine große Zahl. Das Thema Migration hat für Deutsche Caritas immer schon eine Rolle gespielt. Aber wenn so eine große Zahl von Menschen kommen, dann ist es natürlich schon eine Herausforderung, tatsächlich dafür genügend Arbeitsplätze auch mit zu organisieren. Also wir bieten die ja nicht nur selber an, sondern sie mit zu organisieren, Sprachkurse zu organisieren, sodass tatsächlich wir in den letzten Monaten schon herausgefordert waren, die Tätigkeit, die wir ohnehin machen, aber hier nochmal zu fokussieren und deutlich zu machen, dass das ein Schwerpunkt im Moment ist, ohne die andere Arbeit zu vernachlässigen. Sie haben es ja schon angesprochen, die Berater. Es ist ja aber auch so, dass Sie sehr viel mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten. Wie war das denn jetzt auch in der letzten Zeit? Haben sich da mehr Leute angeboten, mitzuhelfen?
Das war eine ganz fantastische Erfahrung, dass tatsächlich über das Thema Flüchtlinge und Unterstützung für Flüchtlinge, dass sich ganz viele, auch junge Menschen, angesprochen gefühlt haben, über die Pfarrgemeinden, über die verbandliche Caritas hier sich einzuklinken, die bisher zum Teil mit Kirche und mit Caritas nichts am Hut hatten. Sodass es über dieses Thema Flüchtlinge wirklich eine große Aktivierung von Menschen gab, zum Teil die schon da sind in den Pfarrgemeinden, aber der Kreis geht weit darüber hinaus. Und das fand ich spannend, dass hier Menschen sagen, Mensch, da will ich mit unterstützen, da will ich helfen, auch wenn ich jetzt vielleicht mit Kirche oder Caritas nicht im engeren Sinn was zu tun habe, aber mir geht es um den Menschen. Seht, das ist der Mensch, wenn ich das Motto nochmal aufgreife. Und um dieses Menschenwillen, dieser Frau, dieses Mannes, dieses Kindeswillen, da will ich mich engagieren. Das ist schön. Sie haben es auch vorhin angesprochen, dass Sie sich da auch politisch einmischen. Und ja, nun haben Sie das geplante Integrationsgesetz der Bundesregierung scharf kritisiert. Was passt Ihnen da nicht? Ich will durchaus auch was Positives sagen. Und zwar, dass es überhaupt das erste Mal ein Gesetz gibt, das das Thema Integration sich vornimmt, dass Menschen hier gut integriert werden können. Das ist positiv. Der Hauptkritikpunkt ist für mich der, dass der Grund, Duktus, wenn ich das mal so nennen darf, der tut so, als müsse man Flüchtlinge erst ermahnen und bei Bedarf auf die Finger klopfen, damit sie sich ja in unsere Gesellschaft integrieren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen wollen sich ja integrieren. Sie suchen Sprachkurse, aber sie finden sie oft nicht. Und wir haben oft die Lehrer gar nicht, die die Fähigkeit haben und rein von der Zahl her, um all die Dinge anzubieten, von denen man das Gesetz fordert, das müssten sie machen. Und das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt, dass es keine positive Grundhaltung hat, so nach dem Motto, Mensch, wir unterstützen euch, ihr wollt integrieren, ihr wollt in Deutschland leben und dieses oder anderes, das bieten wir an und motivieren euch daran teilzunehmen, ist eine andere Ausgangsfrage, als wenn ich zunächst mal davon ausgehe, dass die gar nicht wollen. Und das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt. Ja. Gut. Bleiben wir nochmal beim Thema Politik. Es ist ja so, dass die AfD jetzt hier ausgeladen wurde und die dürfen nicht jetzt hier teilnehmen beim Katholikentag. Einige Leute kritisieren das scharf, weil sie sprechen ja auch an Integration und so weiter und so fort. Und man sagt, wenn man die weiter, sagen wir mal, in so eine Außenseiterrolle drängt, das eigentlich nur dazu führt, dass noch mehr Wähler überlaufen. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, man muss also schon korrekt sein, die wurden nicht ausgeladen, sondern das ZDK hat gesagt, sie laden keine AfD-Politiker ein. Das ist was anderes. Ich persönlich habe hier eine andere Haltung, also weil ich davon ausgehe, das ist nicht sehr schön, aber dass das Gedankengut, was in der AfD politisch verkündet wird, dass das durchaus ein Gedankengut ist, was sich leider auch in unseren Pfarrgemeinden und unter katholischen Christen auch findet. Und von daher plädiere ich eigentlich dafür, gegen Ausgrenzung, sondern mutig die Debatte suchen und die Vertreter dieser Partei beim Wort zu nehmen. Und ich scheue mich nicht, die Diskussion zu führen. Und darum war ich hier eher gegenüber dieser Überlegung, niemanden von denen einzuladen, eher kritisch. Ja? Weil ich glaube, dass man tatsächlich die Diskussionen führen muss, dass da viel populistisches Geschwätz dabei ist. Aber das kann man ja entlarven dann. Ja? Wenn ich aber mit den Verantwortlichen nicht das Gespräch suche, dann rede ich über sie, aber nicht mit ihnen. Und deswegen plädiere ich dafür, hier ohne Scheu und ohne Angst die offene Debatte zu führen, gerade auch deshalb, weil manches von dem, was in dieser Partei hoffähig scheint, nicht nur die anderen sind, sondern leider sicherlich auch bei manchen der Christen in unseren eigenen Reihen. Drum nochmal offene Debatte ohne Scheu und sie beim Wort nehmen und wenn es unangenehm wird, dann kann man ein Gespräch auch abbrechen. Super. Das war doch ein schönes Schlusswort, sagen wir mal. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Beat Neher, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Gerne. Ich wünsche noch ganz viel Spaß hier in Leipzig und alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit. Danke Ihnen, auch Ihnen. Tschüss. Und wir bleiben natürlich hier live. Bleiben Sie dran, wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück mit weiteren Gesprächspartnern.